Ein Wald. Ein Rauch. Ein Schatten. Nochmal ein Schatten. Ein Wald. Ein mysteriöser Berg mit einer Siedlung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wimmelbildspaß hier auf meinem Channel, und zwar zu Enigma Tis The Ghosts of Marple's Creek oder Die Seelen auf Marple's Creek, heißt es ja auf Deutsch übersetzt. Ja, wir haben schon lange kein Wimmelbildspiel mehr gespielt, und ja, da möchte ich mich doch heute so ein bisschen dran begeben, dass wir heute das durchziehen. Wir sind im Livestream übrigens, hier unten siehst du es. Ich hatte mal ganz kurz angespielt, ja. Und, ja, würde sagen, nur um zu gucken, ob das alles funktioniert. Ich gehe noch kurz in die Jungs, ja, so eine Helligkeit, passt alles, würde ich sagen. Aufnahme, alles super, alles sutti. Machen dann ein neues Spiel. Und, ich habe noch ein Wimmelbild in petto. Wir müssen mal gucken, wie lange es heute geht. Auch für die Leute im Stream. Für dich auf YouTube geht es jetzt los. Ich drücke ein neues Spiel. Der aktuelle Fortschritt geht verloren. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja. Wähle Abenteuer aus. So, die Seelen von Marple Creek. Die Geister der Vergangenheit. Okay. Wir müssen eh erstmal die Seelen spielen. Normaler Modus, Expertenmodus. Ich... Hinweis, Ladezeit 60 Sekunden bei schwer. Ich weiß jetzt schon, dass wir Expertenmodus wählen. Ich frage erst gar nicht im Chat. Ich wähle direkt den Expertenmodus aus. Was ist mit mir passiert? In einem Moment war ich... Und im nächsten... In den Ohren. Und meine Hände zittern und sind blutverschmiert. Covered in blood? It's not the cold. Es ist nicht die Kälte, die mich frösteln lässt. Es ist das, was gerade geschehen ist. Es ist etwas, das noch völlig im Dunkeln liegt. Wovon redet die Frau da? Hat ihre Tage. So, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu The Ghost of Marple's Creek. Wir sind hier, guck mal da oben, Wirbelsturm. Das Gruseligste daran, das Gruseligste an dem ganzen Spiel ist das Haus hier. So, wir haben wieder unseren Cursor. So, dann gucken wir mal, interagieren. Was haben wir hier? Die Ankunft. 10. Oktober 2011. Ich erinnere mich nun. I came to Maple Creek, ich kam nach Maple Creek auf der Suche nach einem Mädchen. And I'd already started, ich hatte die Ermittlung the bereits begonnen, als plötzlich was? When what? Wait, my notebook. Halt, mein Notizbuch. I was hatte er hier im Zimmer gemietet. Ich muss es finden. I've got to find it. All the evidence I've collected, alle Beweise, still be die ich there gefunden hatte, sollten noch da sein. Ich erinnere mich an dieses Zimmer. Wir hatten das im Stream angespielt bis dahin, glaube ich. Und dann hatten wir, glaube ich, ausgemacht. So, die Ankunft. 10. Oktober 2011. Hier bin ich, Marple Creek. Habe ein Zimmer gemietet. Die Ermittlung kann beginnen. Wie kann jemand in so einer kleinen Stadt verschwinden? Auf den ersten Blick wirkt dieser Ort wie ein ländliches Idyll. Doch die Stimmung ist alles andere als idyllisch. Sie ist geradezu unheimlich. 14. Oktober 2011. Ihr was sicher, dass die ermordet werden? Er könnte... wo ist... ich folgte also dessen unheimlichen Schein. Ja. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Okay. So, wir können blättern. Ja. Nein, können wir gar nicht. Was erzähle ich da? Inventar ist R2. Okay, so. Was... Das Blatt fliegt aus dem Bild. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott. Das muss das für Mädchen sein, das verschwand. Die, nach der ich suche. Also, wir suchen das Mädchen. Hat das jemand gesehen? Irgendwo vielleicht? Ja, ich würde gerne... Ein Schlüssel mit einem Blatt, wo Haus Nummer 2 steht. Super. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Okay, wir können zum Dorf gehen. Sieht auch sehr vertrauenserweckend aus, hier dieser Strommast, der fällt gleich um. So. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Dorf und gucken mal, was uns da erwartet. Ein mächtiger Windstoß muss diese diese Tasche darauf hingetragen haben. Natürlich. Alter, da oben.
Geilste ist immer noch der Wirbelsturm. So, was haben wir hier alles noch? Ich erstmal gucken, was wir hier alles machen können. So, hier. Zoomen. Hilf mir. Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? Wer weiß, vielleicht. Ah, auf jeden Fall stand da drauf Zimmer frei. Ich würde sagen, wir gucken mal, was haben wir. Ah, hier. Was haben wir hier? Ein Wimmelbild. So, ich würde sagen, Halsband mit Diamanten. Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel sehe ich. Das ist hier. So. Truppenhelm. Turnschuh ist. Ist es hier der Turnschuh? Ja, Turnschuh. Tennisball liegt hier. Halsband. Hier. Halsband, ja. Ach, mit Diamanten. Oh, die suchen noch ein anderes Halsband. Okay. Briefmarke. Oh Gott. Briefmarke, Briefmarke. Engelskopf. Engelskopf, Engelskopf. Hier, Truppenhelm. Truppenhelm. Kleiderbügel. Der Kleiderbügel. Ja. Da ist der Engelskopf, ich sehe ihn. Briefmarke Halsband. Ist es das, das Halsband? Nein. Nein, ist es nicht. Wo könnte es sein? Von denen die Briefmarke. Die ist doch nicht gerade groß. Ah, hier, hier, hier. Nein, ich dachte, das wäre hier mit dem Kuss. Ah, warte mal, Moment. Natürlich. Ist da sonst noch was drin? Nein, okay. Halsband und Kleiderbügel. Wo ist denn. Hier ist ein Gürtel, da ist ein BH. Ein BH. Ja. Kleiderbügel, wo soll denn hier ein Kleiderbügel sein? Wahrscheinlich ist ja wieder so offensichtlich. Hier ist übrigens ein Billardkö. Ich sehe Dinge, die ich aber nicht brauche. Da ist eine Schlange, Halsband. Weiß einer zufällig, wo ein Halsband und ein Kleiderbügel ist? Also ich habe welche im Schrank bei mir, das ist klar. Was hier? Nein, da ist nichts. Da ist ein Teddybär. Halsband, wie sieht denn ein Halsband aus? Ich höre Schritte. Keine Ahnung. Hab gerade auf was? Lust auf Silent Hill 1 bis 3? Ja, genau. Das kann doch nicht so schwer sein, Kleiderbügel zu finden. Und hier sind auf jeden Fall Kleider. Hier ist so eine Wäschespinne. Wahrscheinlich bin ich mit dem Gesicht auf dem Kleiderbügel, oder? Ich klicke mal hier oben drauf. Natürlich, ich war... Natürlich, der Kleiderbügel ist genau hinter der Webcam. Super. Halsband auch? Nee. Okay. Wo ist denn das fucking Halsband? Hier? Nee, das ist eine Gürtelschnalle, ne? Das ist ein Kabel, das sind Handschuhe. Nein, das ist ein Halstuch, Flex. Wo ist denn das Halsband? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das bitte? Das. Hä? Fängt ja schon gut an. Ich will auch keine Hilfe nehmen. Die Musik im Hintergrund, der Pianist. Lalala, lalala, lalala. Der hat sich bestimmt auch so gedacht, ach ja, ich spiele mal was ein. Für 20 Euro. Also wenn ihr irgendwas seht, könnt ihr ruhig schreiben. Dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ich was nicht finde. Halsband, Halsband, Halsband. Wo ist denn das Halsband? Hier sind Socken, die irgendwie durch den Wind wehen. Da ist eine ekelhafte Dreiviertel, katholische Dreiviertel-Schwenker-Unterhose. Ich habe keine Ahnung, wo das Halsband ist. Huch, jetzt habe ich zu viel drauf gedrückt. Jetzt muss ich warten. Was ein Effekt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo das Halsband... Wo soll denn das Halsband sein?
Verschwind! Da ist eine Schnecke. Sieht einer von euch das Halsband? Ernsthaft? Sehr gut. Du hast etwas Nützliches gefunden. Gelber Engelskopf. Toll. Das Halsband war so ein Stickmuster. Was haben wir hier? Gehen. Ah. Wir haben einen Engel. Können wir den benutzen? Hier ist es. Oh Gott, Bett. Bitte was? Hä? Ach so. Bringen Sie korrekt an. Hä? Engelsköpfe sind durcheinander. Bringen Sie korrekt an. Die beiden tauschen und die beiden auch tauschen. Hä? Kann ich da... Warte mal, der ist bestimmt hier... Das könnte richtig sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Die mit dem Rand, mit dem grünen Rand ist bestimmt hier unten, oder? Oh Gott. Die hält sich hier die Hände vors Gesicht. Das ist die hier. Ich denn hier auch eine Nachricht, ob das richtig ist? Die da oben vielleicht? So? Ja. Einer der Engelsköpfe fehlt! Okay. Also kommen wir hier schon mal nicht weiter. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Du, da oben hängt die Tasche noch rum. Nur die Macht eines Tornados ist dazu fähig. Tornado war gerade noch zu sehen, der war gerade noch im Bild. Ah, die Kette ist nicht sehr dick. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich was tun. Ich nehme einfach den Schlüssel. Nein, der funktioniert nicht. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin zum Auto. Wildschweine, ich muss sie verscheuchen. Oh Gott, Alter, dieses Spiel, das ist jetzt schon, ist ein Traum. So, was haben wir hier? Aus der Batterie tritt Säure aus. Okay, wir müssen die Säure wahrscheinlich irgendwie auffangen. Wahrscheinlich nehmen sie doch mit der Hände auf. Oh, ein Vogel. Wow. Warte mal, passt der Schlüssel? Nein, der passt nicht. Gucken wir mal vorne rein, vielleicht... Die Tür ist offen. Oh mein Gott. Damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal den Kofferraum offen. Der Unfall muss die Hupe schädigt haben, sie funktioniert nicht. Nothing but static. The radio must be broken. Nichts als Rauschen. Das Radio muss kaputt sein. Alter, das ist Spiel. Oh, Handschuhfach. Detective. Vor 30 Jahren untersuchte ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Marples Creek, als er sich selbst in Luft auflöste. Weder Hamilton noch die vermisste Person wurde je gefunden. Ich bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen dem Fall und diesem gibt. Doch seien Sie vorsichtig. Viel Glück. John Stevens, Leiter der SDU. Sie haben wieder neue Partei in Deutschland. Hamilton, Sommer 1979. Hamilton, vor 30 Jahren. Welches Geheimnis bist du auf der Spur gekommen, dass du... Was? Dass du gehen musstest. Achso. Guck mal hier oben, der Geist. Ich weiß noch, wie ich im Auto saß, doch an den Unfall erinnere ich mich nicht. Ach, das ist unser Auto. Ah, ja. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Achso, den Kofferraumschlüssel, ne? Können wir direkt mal ausprobieren. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn im Kofferraum? Mit. Es gibt mehrere Fragen, die ich mich gerade stelle, ja? Wir haben den Kofferraum gerade geöffnet, ja? Und wieso hängen hier auf einmal Kopfhörer hier raus? Es ist egal. So, oh, Schirmchen-Drink, oh, wie cool. So, ein Apfel. Da ist der Apfel, ich sehe ihn schon. So, Dreieck, Wild,
Stift, Lineal, ja, hier, Tannenzapfen ist hier. Bolzenschneider. Bolzenschneider. Guck mal, hier oben ist ein Bügel. Ein Croissant ist hier. Das ist Lineal. Sonst irgendwas? Ah, da war der Stift. Okay. Da ist der Bolzenschneider. Der hing hier an Ecke. Wir brauchen noch ein Dreieck. Taschenmesser ist hier. Wo ist das Dreieck? Ist es wieder hier oben irgendwo? Nein. Also hinter meinem Gesicht ist nichts. Alles so... Alles sieht so merkwürdig aus. Und oben rechts im Bild ist ein merkwürdiger Mann. Dreieck, Welt. Hier Welt. Da ist die Welt. Dreieck. Was ist denn mit Dreieck gemeint? Hier das... Nein. Ich dachte, der Kleiderbügel. So. Ja. Diese Musik gerade. Der Kleiderbügel. Was ist das für Gerüche? Kleiderbügel, Dreieck habe ich. Ah, das ist Dreieck. Ah, ich sehe es. Mann, Dreieck. Sehr gut, du hast jetzt was Nützliches gefunden. Ein Bolzenschneider. Juhu. Damit kommen wir durch die Tür. Das ist schon mal sehr geil. Okay, da hinten war es nichts. Die Straße entlang. Der Name der Stadt. Sonst irgendwas? Der Baum ist vielleicht klein. Doch mit einem Auto kommt man hier nicht durch. Oder dennoch nicht durch. Das Geräusch habe ich nie mit dem Mund gemacht. Hey you, Mister, I've... No, wait. Please. Der hat irgendwas abgerissen? Vermisst. Aha. Das Plakat muss mit dem Mädchen zu tun haben, das ich suche. Warum hat er es abgerissen? Wer war er? Und was hat er gesehen? Wahrscheinlich die Let's Play Live Show. So, was haben wir hier? Maple Creek Aussichtsturm. Genieße das herrliche Panorama der nördlichen Apachen. Appalachen. Hinweis. Münzfernrohrbenutzung 1 Dollar. Der historische Aussichtsturm von Maple Creek für Touristen geöffnet. Kostenlos. Fakten. Nach der großen Explosion 1990 im Jahre 1991 errichtet. Mit 31 Metern ist er einer der höchsten Feuerwachtürme in den USA. Super. So, was haben wir hier noch? Maple Creek. Wanderung. Wanderweg. Maple Creek Naturpark mit über 30 Kilometern Wandernweg bis tief in die alten Hartholzwäldern des Nordens. Fauna, Achtung, füttern verboten. Stachelspalt, ein. Maple Creek Wanderweg. Schön. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Maple Creek Wahrzeichen. Überdachte Brücke. Die nur 1891 erbaute Brücke ist eine der ältesten in Vermont. Aussichtsturm. Der historische Turm ist der höchste hölzerne Feuerwachturm in Neuengland, Maple Creek Tree. Die mächtige Roteiche ist ein Momentum der Natur und wird auf über 550 Jahren geschätzt. Krass. Was haben wir hier? Zimmerfrei, Frühstück inklusive. Dritte Jefferson Street. Hinweise, nur Kurzaufenthalte. Wenn ich das Bild hier sehen würde, ne, dann würdest du denken so, da, ne, niemals. Krass, was haben wir denn noch? Was ist das hier? Öl. Tankstelle. Gasstation. Oh, oder? Paradies? Hier scheint jemand einen sehr sarkastischen Tag gehabt zu haben. Fällt mir nicht zu ein. So, kann ich irgendwo hingehen hier noch? Boah, das macht sie gerade, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall einen Bolzenschneider. Wir werden den mal benutzen hier an der Tür. Da werden wir bestimmt hier durchkommen.